Glück auf und Vorhang auf zu den Chronikern des Dorfes und neuen Abenteuern aus Hundsgrab. Genau. Wir sind hier stehen geblieben bei der Hundsgraber Turm der Feuerwächter. Ist eine unglaublich tolle Wortwahl von mir. Beim Hundsgraber Turm der Feuerwächter waren wir stehen geblieben. Und da geht es jetzt noch weiter. Gab eine kurze Unterbrechung, ne? Nach der letzten Folge. Da habe ich dieses Schild angebracht und noch ein bisschen was anderes gemacht. Das Schild vom Powerplayer, das können wir jetzt mal abnehmen. Zack, hinfort damit. Und ihr seht schon, hier ist eine Werkbank hingekommen, das ist total neu und das ist die große Neuerung. Nein, ich zeige euch mal was. Es haben sich ja einige Feuerwächter beworben und die habe ich mal hier oben einquartiert. Weil, die müssen natürlich Schichtarbeit machen. Die können natürlich nicht 24 Stunden da oben auf dem Turm stehen und Feuerwache halten. Deshalb haben sie einen kleinen Ofen. Da müssen sie sich noch Kohle reinmachen und ein paar Steaks eventuell grillen. Und zwar sind das hier. Als allererstes hat sich der Oliver Eckert, meine ich mal, gemeldet. Als Hundsgraber Feuerwächter. Und der ist natürlich auch einer geworden, ganz klar. Genauso wie der Erik Wagner. Die haben hier also so ein Doppelbett nebeneinander. Einer schiebt natürlich immer Wache und der andere kann schlafen. Deshalb hat derjenige, der dann pennt, ein ganz breites Bett oder er legt sich ins Bett des anderen, dann hat er es gleich schön warm, ne? Geht ja auch. Und auf der anderen Seite ist die Sonnenstern Sun Clan hat ja ihr Bett und der Tweak Play hat hier sein Bett und das sind die vier Hundsgraber Feuerwächter. Die haben natürlich auch hier Kisten mit ein bisschen Ausrüstung. Da müssen wir überall noch, da bin ich noch nicht ganz fertig geworden, hier natürlich rot gefärbte Feuerwächter-Uniform rein. Da müssen wir gleich nochmal ein paar machen. Das machen wir gleich. Ja, ne? Und dann können sie sich hier schön einquartieren. Haben auch ein paar Fackeln hier über ihrem Bettchen hängen. Das heißt nicht alle. Oh. Da geben wir erstmal der Sonnenstern hier eins. Eine Fackel. Ich brauche unbedingt Fackeln. Ich habe keine Fackeln mehr. Und mein Inventar habe ich auch mal wieder leer geräumt. Auch nicht schlecht. Gut. Aber, ja, hier müssen wir noch ein bisschen einrichten. Das ist richtig. Zack. Wird noch die Rutschstange runter. Die ist ganz schön hoch, ne? Wenn man mal guckt von hier unten. Die geht ganz schön weit hoch. Aber im Großen und Ganzen, hier ist, sind auch ein paar Eimer und ein, ich sehe gerade, der Ton ist ein bisschen leiser, aber besser zu leise als zu laut. Ich muss mich unbedingt drauf auf den Monitor konzentrieren und nicht zum Ton rüber gucken. Das ist ganz wichtig. Ja, also, ne, Eimer und ein Seil, eine Leine. Ich glaube, wir haben auch noch mehr Leinen. Ich glaube, da waren einige. Nur in welcher Kiste? In welcher Kiste? Haben wir hier. Ah, hier haben wir das Akazienholz. Das werden wir gleich brauchen. Das werden wir gleich brauchen. Ah, hier sind noch vier Seile. Gucke. Gucke. Da sind noch vier Seile. Schaufeln sind hier noch zwei Stück. Noch eine Axt und ein. Das Zeug können wir eigentlich alles. Oh, da war noch einmal, ne? Da war noch ein Eimer. Das können wir alles hier unten in die Kiste packen. Ja, noch so ein bisschen Feuerwehrleute-Ausrüstung. Schaufeln natürlich dann, um die Asche wegzuschaufeln. Falls es mal nichts mehr zu retten gibt. Dann muss die Asche weggeschaufelt werden. Das ist ja nun mal so. Und die Kisten hier, die würde ich sagen, die sortieren wir dann beim nächsten Zeitsprung wieder ein. Ganz viele Äpfel haben wir hier. Ein paar Setzlinge, Eichensetzlinge. Und da wurde mir... Ah, warte mal. Zwei haben wir hier. Da wurde mir jetzt geschrieben. Namen habe ich mir jetzt leider nicht notiert. Hole ich da nochmal nach, wenn das klappt. Dann werde ich deinen Namen erwähnen, wenn nicht, dann hüllen wir da lieber den Mantel des Schweigens rüber. Es wurde mir nämlich geschrieben in den Kommentaren, könnt ihr auch nochmal nachschauen, in Folge 541 war das, glaube ich. Wir brauchen noch zwei. Und dann müssen wir mal sehen, dass wir ein paar Fackeln an Land ziehen. Wenn nicht, basteln wir uns einfach mal ein paar, weil Fack... Oh. Ja, das war der Pillemann. Der gute August Pillemann. Kohlekiste ist, glaube ich, hier. Ich hoffe, da ist überhaupt noch was drin, ne? Wir haben in letzter Zeit ziemlich viel Kohle verbraucht. Ja, pass mal auf, machen wir mal so. Ja, das passt ungefähr. Ziemlich viel Kohle verbraucht. Da war ich abgeschweift. So. Fackeln, yeah. Das sind erstmal ein paar Fackeln. Boah, damit kommen wir erstmal wieder ein bisschen hin. Oh, Stöcker weggeworfen. Ich glaube, die Oma Luise hat gesagt, ich könnte auch, also das ist ja nicht Oma Luise, ne? Würde aber auch sehr gut passen wahrscheinlich. Und das ist der, ja, du hast auch meinen Namen. Du willst mir einen Eisenbahnschutz verkaufen? Nö, danke. Also wo war ich stehen geblieben? Hier unten sind noch Dorfbewohner. Es wurde geschrieben in den Kommentaren, du könntest doch mal versuchen, einen riesigen,
Fichtenbaum zu pflanzen. Und zwar, indem du 4 Fichtensetzlinge nebeneinander setzt, ähnlich wie bei den Tropenbäumen und auch ähnlich wie bei den Schwarzeichen. Ja, das können wir mal probieren. Wir probieren das einfach mal aus. Wir setzen den mal hier irgendwo hin. Und dann gucken wir mal, ob da was wächst. Hier sind ja unsere Fichten. Ganz viele. Passt mal auf. Dann setzen wir jetzt einfach mal 4. Ich glaube nämlich nicht, dass es geht mit den Fichtensetzlingen. So. Und dann packen wir hier mal in die Nähe. Zumindest ein paar Fackeln. So und so. Da muss ja auch ein bisschen Platz haben, der Baum, um zu wachsen. Und dann schauen wir mal, ob dieses Experiment eventuell Früchte trägt. So, das sollte reichen. Mal gucken, ob hier jetzt ein riesiger Fichtenbaum wächst. Das würde mich interessieren. Wisst ihr das? Ob das geht? Ob das machbar ist in Minecraft? Oder wächst jetzt einfach nur einer? Oder nur ein kleiner? Wir werden es sehen. Oh, hier ist der Sand weggesprengt. Was sitzt du denn hier rum? Komm doch mit. Es sitzen immer wieder herrenlose Hunde in Hundsgrab rum. Die ich irgendwo hingesetzt habe. Und die dann da ihrem Schicksal harren. Oh, ein Fauxpas. Haha. Willkommen in Hunds. Ja, okay, hätte ich einen höher setzen müssen. Moment. Zack, zack. Jetzt machen wir da weg. So. Nochmal. Und Grab. Achso, in. Und Grab. Einwohnerzahl. Einwohnerzahl. Top. 900. Wir machen immer natürlich nur die Rundensummen. Sonst können wir ewig das Schild neu schreiben. Ah, 900. Vielen Dank nochmal, Leute. Ich brauche euch nicht sagen, dass ihr die Größten seid. Ihr wisst es. Ja, Akazien brauchen wir noch ein paar. Aber wir gucken mal, wie weit wir jetzt damit kommen, was wir haben. Denn es wurde geschrieben, war das Dragon Studio? Ich weiß nicht mehr genau. Er hat geschrieben, ich könnte doch mal, oder ziemlich viele von euch haben geschrieben, dass ich hier mal dieses Ding weiterbauen kann. Genau, und der Dragon Studio, ich guck mal kurz auf meine Liste. Nee, der Hugh hatte geschrieben, das Mietshaus sollte ich mit Akazienholz machen. Sitz. Und ich dachte mir aber, Mensch, Akazienholz würde auch super hier für unsere Tribünen passen. Beim Freilichttheater, wo ihr dafür entschieden habt, dass wir das ja weiterbauen sollen. Ich hätte ja gefragt, Leute, was sollen wir bauen? Und da kam sehr viele, sehr viel Zuspruch beim Freilichttheater. Okay. Und dann bauen wir doch das weiter. Also ich höre ja auf euch, so ist es nicht. Und ich würde sagen, wir setzen hier nochmal so einen Kranz aus Cobblestone rum. Nehmen hier die ganze Erde wieder raus. So. Und machen da gleich Cobblestone rein. Und dann kann ich ein bisschen was erzählen, während ich hier baue. Es geht um die 7 Tage Hundsgrab, Freunde. 7 Tage Hundsgrab Aktion. Da habe ich wieder das so gemacht, dass ich im Grunde entscheide, ihr könnt einsenden, eure Vorschläge. Und da ging es ja um diese Stelle, um dieses Gebiet an der Bahnstrecke, wo ich gesagt habe, hier könnte ein wunderschönes Feriengebiet entstehen. Schickt mir mal eure Ideen, wie so ein Feriengebiet aussehen könnte. Da kam ein Teil, Einsendung von euch, hat mich auch total gefreut. Und ziemlich früh kam eine, die besonders gut angekommen ist. Und deshalb kann ich diesmal sagen, dass die Entscheidung im Grunde von der Community so ein bisschen übernommen wurde. Denn, oh, jetzt wird's dunkel. Die Community hat gesagt, hat das sehr positiv bewertet. Erstmal kamen, glaube ich, über 5 Kommentare. Oder noch mehr, keine Ahnung, zu dieser Idee von demjenigen. Und dann kam auch noch Daumen hoch. Und Daumen hoch sind für mich natürlich immer ein ganz klares Zeichen. Sollten für jeden klares Zeichen sein. Ich habe die Leine mitgenommen. Dass dieser Beitrag gefällt. Und ja, der Community hat es halt sehr gut gefallen. Habe ich kein Bett dabei? Verdammt. Jetzt müssen wir uns beeilen.
Jetzt aber fix, Reiter ist jetzt Twix. Und morgen früh werde ich dann verkünden, wer die 7-Tage-Hundsgrab-Aktion gewonnen hat. Ihr ahnt es wahrscheinlich schon. Viele von euch ahnen es wahrscheinlich schon. Verdammt. Hinein und gute Nacht. Oh, hei, hei. Aber bevor ich sage, wer gewonnen hat, möchte ich noch mal was anderes erzählen. Und zwar, ihr wisst ja, dass, wenn ihr schon länger dabei seid und wenn ihr nicht länger dabei seid, werdet ihr es jetzt erfahren, dass ich sehr gerne etwas mit der Community zusammen mache. Ne? Ich habe ja damals mit den Tagelöhnern so angefangen, die dann hier auf den Server kommen konnten. Da gab es dann auch immer so eine Abstimmung oder ja, da war nicht mehr Zufallsverfahren, wer da auf den Server kommen kann. Man muss zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein. Das war das Auswahlverfahren. Dann gab es ja die 7-Tage-Hundsgrab, es gibt Bürgermeisterwahlen, es gibt auch so für Let's Player manchmal die Chance, auf den Server zu kommen. Also ich versuche das immer schon so zu machen, dass jeder mal sich irgendwie beteiligen kann an diesem Let's Play. Das heißt, wenn ihr mal dranbleibt, irgendwann kommt euer Tag und ihr habt eine gute Idee oder einfach nur das Glück der Stunde und seid dabei. Aber diese Geschichte hat immer, also diese Medaille hat zwei Seiten. Wenn ich das so mache, dass ich halt immer sage, ja, ihr könnt gerne mal kommen oder ich gebe euch die Chance, auf den Server zu kommen oder hier in diese Welt zu kommen, an dem Let's Play teilzunehmen, dann ist es immer so, gerade bei der Bürgermeisterwahl wird das ganz deutlich, dass ich damit dann natürlich sehr viele Leute auch enttäusche. Ne? Einer kann nur Bürgermeister werden, das heißt, da bewerben sich, sagen wir mal, 10 Leute auf den Posten des Bürgermeisters. Und von diesen 10 Leuten kann einer im Grunde nur gewählt werden, dann in diesem Fall von der Community. Und die anderen neun, die es jetzt nicht geschafft haben, die hatten vielleicht echt Spaß an der ganzen Aktion, aber im Endeffekt sind sie natürlich enttäuscht, dass sie nicht gewonnen haben. Und das tut mir dann immer total leid. Das ist jetzt echt kein gemachter. Ich bin dann immer so ein bisschen am Leiden selbst mit den Leuten, weil ich weiß, wie gerne ihr hier an der ganzen Sache teilnehmen möchtet. Und dann tut mir das immer total leid, dass es dann nicht klappt. Ja, wisst ihr? Versteht ihr? Wisst ihr, was ich meine? Und deshalb bin ich schon ein paar Mal versucht gewesen, sowas nicht mehr zu machen. Also gar nicht mehr so direkte Wahlen von irgendwas, wo welche gewinnen und welche verlieren. Weil es gibt dann immer mehr Verlierer als Gewinner. Das ist total blöd. Und ja, das ist natürlich ein Dilemma, in dem ich da stecke. Denn ich möchte natürlich sowas, ich möchte euch beteiligen. Ich möchte solche Wettbewerbe veranstalten, weil die halt unglaublich spaßig sind. Und ja, und deshalb werde ich das weitermachen. Also, liebe Leute, wer es jetzt nicht geschafft hat, bei dieser 7-Tage-Hundsgrab-Geschichte diesmal zu gewinnen, seid bitte nicht traurig, sondern sagt euch einfach, nächstes Mal. Ne? Nächstes Mal mache ich das so wie der jetzt gewonnen hat und lass mir irgendwas ganz, ganz Spezielles einfallen und dann gefällt das vielleicht auch so gut, dass ich dann derjenige bin, der gewinnt. Ne? Also nicht verzagen, Opa fragen. Nein. Entschuldigung, muss ich sagen, hat sich gerade so gereimt. Also, wie schon gesagt, jeder kommt mal an die Reihe, bin ich ziemlich überzeugt von. Und jedem schlägt die Stunde, dass er hier nach Hundsgrab kommen kann. Und ihr seid ja sowieso jeden Tag da, ne? Wenn ihr die Videos guckt, seid ihr schon damit. Und wir haben kein Eisen. Kein Eisen für eine Schaufel. Habe ich das echt jetzt verlegt? Ja, pass auf, dann machen wir uns ausnahmsweise mal eine Steinschaufel. Wegen der Kürze der Zeit. Genau, machen wir. 19, hier den nehmen wir. Wir machen uns eben eine Steinschaufel. Ich will jetzt aber nicht länger um den heißen Brei rumreden. Also, wie schon gesagt, die große Zustimmung der Community und auch mein persönlicher Favorit bei diesen, nach den Einsendungen ist diesmal der Flo Flo. Der hat nämlich recht schnell die Idee mit dem Dorf auf dem Wasser geschrieben und hat noch etliche total grandiose andere Einfälle zu diesem zu dieser Aufgabenstellung gehabt. Ich weiß, dass natürlich auch der Erik Wagner und andere ganz tolle Ideen hatten. Der Oliver Eckert, der war ja im Grunde der das Ganze wieder so ins Leben gerufen hat. Den hätte ich es auch wirklich, wirklich gegönnt. Der hat auch mir Bilder zugeschickt auf Facebook, die alle echt schick waren. Lieber Olli, aber wie schon gesagt, die Community hat auch so ein bisschen mitentschieden. Die haben mich sofort sehr begeistert auf diesen Beitrag vom Flo Flo reagiert.
Aber ich denke mal, deine Stunde wird auch noch kommen, ne? Also du wirst auch noch hier nach Hunsgrab kommen, warst ja schon mal da bei der Community-Aktion, glaube ich zumindest. Glaube ich doch. Und du merkst schon, wie schwer mir das fällt. Also mir fällt es generell immer ganz schwer, Leuten irgendwie zu sagen, dass sie nicht gewonnen haben. Und einer freut sich jetzt natürlich verdient, der Flo, denn er hat hier echt einen tollen, eine tolle Idee gehabt. Und ja, damit heißt der Sieger, oder beziehungsweise der, der diesmal die 7 Tage Hunsgrab machen darf, ist der Flo LP, glaube ich, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Du bist diesmal bei den 7 Tagen Hunsgrab. Ich werde dich dann nochmal anschreiben und dir sagen, wann das Ganze startet. Also wann das losgeht. Jetzt zeitnah, ne? Es wird also nicht so lange dauern. Es geht nicht gleich morgen los. Da brauchst du jetzt keine Platte machen. Du kannst dir jetzt schon mal genau Gedanken machen, wie du das Ganze gestalten willst. Und ich verspreche allen anderen, die es diesmal nicht geschafft haben, dass ich öfter jetzt solche 7 Tage Hunsgrab Aktionen mache. Und jeder kann nur einmal dran teilnehmen, ne? Der Nico B. hat ja auch schon mal dran teilgenommen und hat jetzt geschrieben, er ist jetzt sehr gespannt, wer der nächste 7 Tage Hunsgrab-Sieger wird. Das heißt, jeder kann an dieser Aktion nur einmal teilnehmen und somit, wenn wir dann irgendwann die 1000 Folgen erreicht haben und ihr seid ja sowieso immer so treu dabei, dann braucht ihr euch da keine Platte machen. Irgendwann ist auch euer Tag und dann seid ihr dabei. Und es war diesmal ein ganz knappes Ding. Alle Beiträge waren klasse. Und ja, habt alle erstmal ein großes Lob und einen großen Applaus verdient. Und hier diese Spitzhacke geht mir übelst auf den Zünder, dass die alles kaputt kloppt. Okay, jetzt war erstmal der Teil, wo ich viel versauen konnte und viel versaut habe mit meinem Geschwafle. Den habe ich jetzt überstanden. Es fällt mir echt schwer, immer da zu sagen, ja, tut mir leid, der hat jetzt nicht gewonnen oder der hat gewonnen. Ne, weil ich finde euch alle echt klasse und ich freue mich, dass ihr alle so toll mitmacht. Und ich möchte da keinen verärgern oder keinen enttäuschen. Aber ich denke mal, ihr seid alle schon so schlau und so weit, dass ihr sagt, okay, der Flo hat es echt verdient. Ich freue mich für ihn. Ja, das denke ich. Also so schätze ich ein. Okay. Ich würde mal sagen, hier ist eine riesige. Und ich weiß jetzt, was der Zornhard schreiben wird. Die sieht ja aus wie ein. Sieht ja aus wie ein riesiger. Ja. Sieht sie. Danke, jetzt gucke ich in den Kommentaren nach. Nächstes Mal, in der nächsten Folge, werde ich in den Kommentaren nachgucken, dann werde ich deinen Namen an diese Fichte schreiben. Das ist dies nur für dich. Boah, eine riesige. Ja. Ist das geworden? Ich schwurf ab. Meine Herren, ey. Was von Eumel. Die ist echt groß. Die ist echt groß. So, ich habe noch mal ein bisschen Erde geholt. Hi, da dauert's. Mann. Stattlich, würden jetzt manche sagen. Okay, ja, was gibt es noch Neues? Es gibt viel zu verkünden. Der Livestream war erfolgreich. Er war total geil. Es hat total viel Spaß gemacht mit euch. Das wisst ihr ja, habe ich ja schon mal erzählt. Und aus dem Livestream ist ein Röslein entsprungen und dieses Röslein heißt Mädelsecke. Also, ne? Ja, Mädelsecke oder diese Homepage mit den ganzen Mädels spielen. Und da bin ich total begeistert. Da habe ich ja gestern das Video rausgebracht. A Walk to the Park, wo der Opa mit dem Rollstuhl durch den Park gerollt wird von seinem Hund. Und da gab es total viele andere Leute, die jetzt auch was gemacht haben. Der erste, muss man ja mal sagen, war der Dune. Der hat nämlich ein Video, so ein Mädchenquiz gemacht, was ich auch total abgefeiert habe. Es war echt witzig, Dune. Oh Mann! Also nicht jetzt wegen Dune oder sonst was, sondern nur, weil die macht mich wahnsinnig, diese Spitzhacke. Die packen wir gleich mal in die Kiste zu entschärfende Gegenstände. Oder so. Okay, wir haben jetzt hier überall schon mal Gras am Wachsen tun. Ja, Mädelsecke war ich gerade stehen geblieben, ne? Ich bin auch echt unkonzentriert manchmal, aber nur manchmal. Okay, hier kommen natürlich jetzt überall die Bänke drauf.
Ja, das heißt, hier kommt jetzt in die Sitzreihe 1 hin. Boah, ist das eine grelle Farbe für die Sitzbänke. Naja, okay. Aber bei der zweiten Bankreihe wird das Ganze halt schon wieder ein bisschen abgeflacht. Dann seht ihr gleich mal, wie das aussieht. Ha, so. Genau. Und ich würde dann hier außen immer so Aufgänge machen, wo die Leute dann hochgehen können, oder? Das wäre nicht ganz, ganz sinnig. Aber dafür müssen... Was? Ja, hier, kein Inventory-Freak da, ne? Man merkt sofort, das ganze Inventar hier völlig vermüllt. Ich guck mal von oben, wie das aussieht. Das ist ja so ein Orange. Und das passt, glaube ich, hier zu der Freilichtbühne ganz gut. Ist ein recht krasses Orange. Ja, doch, kann man machen. Kann man machen. Ja, und dann müssen wir natürlich über noch so Aufgänge hoch. Und da würde ich sagen, nehmen wir mal hier so Stufen. Das sind jeweils 4. Also 40 Stufen, das sollte erstmal reichen. Boah, und wir sollten uns echt ein Bett besorgen. Müssen wir mal ins dämliche Bettenlager gehen. Mh, lecker, ein Keks. Und die Folge ist auch vorbei. Schnell, beeil dich, Opa. Die Folge ist vorbei. Und ein riesiger Baum in Form eines riesigen, gigantischen Piep ist gewachsen. Gute Nacht.